ich wohne an meinem Lieblingsort. Man kann sich kaum eine schönere Wohnlage vorstellen als dieses Haus am Nepomuk. Hier so schön zu wohnen, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich wohne ja nun unmittelbar am Neckar und sehr viele Aktivitäten, die hier in Rottenburg stattfinden, finden auch am Neckar statt. Es gibt ja ein Brückenfest, es gibt ein Neckarfest, die auch identitätsstiftende Wirkung haben. Das heißt, der Neckar ist für Rottenburg sehr bedeutend. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott. Wenn man sich vorstellt, wir haben hier eine große Kirche, wir haben das Priesterseminar ganz nah am Neckar. Das heißt, auch schon in früherer Zeit hat der Neckar eine große Attraktivität gehabt. Hier war eine Furt. Die Furt wurde begangen. Es gab keine Brücken. Es gab die Möglichkeit, hier Handel zu treiben. Das ist natürlich schon spannend. Die Jahreszeiten werden natürlich am Fluss anders strukturiert, als man sich das so normalerweise und ich mir das vorgestellt habe. Man achtet hier drauf, wann kriegen die Schwäne ihre Jungen, wann springen die ersten Studenten bei Nacht über die Brüstung von der Brücke ins Wasser, wann sind die ersten draußen, die jubeln und singen und trinken. Dann ist es sehr schön, wenn es mal wieder kalt wird, wann der Neckar gefroren ist, wenn die Leute mit den Schlittschuhen drüber gehen. Es ist eigentlich immer sehr abwechslungsreich. Es ist schön. Es ist einfach schön.